Da packt man gerade ja für alle Sachen, was warten kann. Übernimmt die Schnur, zieht den Druck gerade auf und macht vor. Bei der Bewegung geht auf. Beim vorwärts Bewegen springt automatisch der Gästeverschluss mit auf. Der Reißverschluss geht auf und du ziehst automatisch davor. Und er ist schon über die Schulter drüber. Und jetzt gleich hier hinten, zack. Schwimmen über 3x5 cm. Aus diesem ersten Lauf qualifiziert es für das Finale. Das Finale geht das über 100 Meter, hat eine Zeit genommen, hat er wieder nochmal mit Kapsprung eine Rückzeit. Wichtig ist, bei diesem Schwimmwettbewerb ist alles erlaubt, was bei dir dort auch erlaubt ist. Also nicht katzenweise treten, das ist nicht auch erschwerend erlaubt, aber die Anzugsordnung ist 2 Meter. Also, herzlich. Aufgrund des schönen Wetters haben wir doch einige vorgezogen, weil die 2 Wochen gehen. Das heißt für uns, dass wir die Jüngste machen können, bei den Sachen. Und das ist für euch vielleicht auch gleich zu tun. Zum zweiten Lauf, Bahn 3, Rolf Zirkel, Bahn 4, Ronny Kies, Bahn 6, Olaf Rosig, Bahn 5, Olaf Rosig und Bahn 6, Lars Fischer. So, Startfreigabe für Lauf 2. Thank you.
Jetzt sieht nur noch klar mit. Was meint er? Er rutscht auch gerade auf. So, dann macht man was hätte er im Liegfeld. Bahn 1 Julia Metzger, Bahn 2 Christian Degen, Bahn 3 Sven Lemmer, Bahn 4 Ronny Dietz, Bahn 5 Bastian Doppelwald, Bahn 6 Stefan Tessar, Bahn 7 Michael Rode, Bahn 8 Jim Kamann. Das noch einmal. So, jetzt noch mal kurz kontrolliert, dass wir hinter jedem Stocker auch eine Stoppuhr haben. Bahn 1 mal bitte Arm hoch, wenn es stoppt. Wildcard für den Leipziger Mieter. So, das